Der Leitindex S&P 500 erreicht bei 4.392 Punkten gestern ein neues Allzeithoch. Der Nasdaq 100 steigt über die Marke von 15.000 Punkten. Auch hier natürlich ein Allzeithoch. Und dennoch, an diesem Tag, an dem das passiert, fallen mehr als 80% der Aktien, weniger als 20% der Aktien steigen. Sind wir eigentlich schon in einem Bärenmarkt, der kaschiert wird dadurch, dass eben die wenigen Schwergewichte aus dem Tech-Sektor gut laufen und damit letztendlich die Indizes irgendwie noch einigermaßen gut aussehen lassen, während unter der Oberfläche schon einiges Ungemach ist? Das ist die große Frage. Und vor allem, wenn es so ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zeigt der breite Markt an, dass etwas nicht stimmt, oder der breite Markt hat Nachholpotenzial, Aufholpotenzial. Also es ist sowohl eine bärische als auch eine bullische Interpretation möglich. Schauen wir uns zunächst mal die Dinge an, wie sie gestern abgelaufen sind. Das Minus ist überall moderat, mit Ausnahme des Russell 2000, minus 1,8%, Bums. Wir sehen Dow Jones minus 0,3%, der Nasdaq 100 sogar noch ins Minus gedreht, nachdem er vorher das Allzeithoch erreicht hatte, und S&P 500 minus 0,35%. Technology gestern der einzige Sektor, der zulegen konnte. Wir haben dann Materials, Industrials, Financials, Real Estate auf der Verliererseite. Also diese Reopening Story, eigentlich die Inflations-Trade-Gewinner, wenn man so will, die gestern verloren haben. Inflation war gestern ja das große Thema, dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal an, eben mehr als 80% der Aktien gestern negativ. Wir haben seit Tagen im Grunde sehr, sehr schwache Marktbreite. New York Advanced Decline Linie, also dieser Indikator, der zeigt, wie viele Aktien steigen an einem Tag, wie viele Aktien fallen, ist seit Tagen, seit Wochen sehr, sehr schwach. Und dann ist meistens das der Fall, was Sven Henrik beobachtet, dass nämlich dann ein Gap nach oben kommt, meist im europäischen Handel. Da wird dann der Future-Markt nach oben gezogen und so starten dann die US-Aktien positiv und alles ist wieder vergessen. Also es ist die europäische Rampe, vorher gab es die asiatische Rampe, wir haben jetzt tendenziell eine Europa-Rampe. Da wird also vor Eröffnung des Kassahandels an der Wall Street mal eben hier nach oben gezogen. Und dann sieht die ganze Geschichte wieder schick aus, dann kommt meistens Schwäche. Und gestern hatten wir ja die deutlich höheren Inflationsdaten als erwartet. Das vierte Mal, dass die Märkte die Inflationsdaten unterschätzten. Was ist passiert? Wir sehen hier oben die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe zunächst mal nach oben gehend in Reaktion auf die deutlich höhere Inflation. Dann aber hat man sich beruhigt, hat gesagt, transitory, wir nehmen das nicht ernst, Rendite wieder runter, Aktien rauf. Dann aber abends eine Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe, sehr, sehr schwach. Wir sehen Bid-to-Cover-Ratio schwach, wir sehen die Indirects, also die Ausländer accepted, 61,1%, also die Rendite war höher mit 2% hier für diese 30-jährige US-Staatsanleihe, mithin also schwache Nachfrage nach dieser Anleihe. Womöglich, weil die Investoren ahnen, oh, wenn wir jetzt solche Inflationsdaten haben, dann lassen wir vielleicht besser die Finger weg von solchen Anleihen. Dementsprechend die Rendite, die der Staat bieten muss, um irgendwie noch Käufer zu finden, eben höher. Und das sorgte dafür, dass die Anleihenrenditen wieder stiegen und die Aktienmärkte wieder fielen. Deswegen sogar auch der Nasdaq, der zuvor das Allzeithoch erreicht hatte, wieder im Minus. Wenn wir uns die Inflationsdaten von gestern heute nochmal anschauen, also die Verbraucherpreise, hat hier John Authors richtigerweise gesagt, wenn wir alle heißen Faktoren, die zuletzt ja so angestiegen sind, wie Food, also Essen, Fuel, Benzin im weitesten Sinne, Shelter, also Mieten, und Used Cars und Trucks, also Gebrauchtwagen, das sind so die Kategorien, die massiv gestiegen sind, dann sehen wir, dennoch hätten wir die höchste Inflation in fast 3 Jahrzehnten. Also selbst wenn diese ganzen Geschichten nicht dabei wären, ist nach wie vor ein großer Preisdruck erkennbar, und es gibt das, oder das hat natürlich auch Konsequenzen auf Bewertungen, denn wenn das Geld sich entwertet, dann spielt das natürlich eine Rolle für die zukünftigen Gewinne. Dann müssen die höher sein, um Bewertungen zu rechtfertigen. Peter Lynch hat die sogenannte Rule of 20 mal aufgestellt. Das ist das sogenannte Trailing Price Earnings Ratio, also fortlaufendes Kurs-Gewinn-Verhältnis plus die Inflation zum Vorjahr. Und hier sehen wir, nach dieser Methode wären eben die Aktienmärkte sehr, sehr teuer. Übrigens sehen wir, dass in den letzten 6,5 Sessions
Amazon, Apple alleine so viel an Marktkapitalisierung hinzugewonnen haben, wie 479 Aktien aus dem S&P 500 haben. Das heißt, in den letzten 6,5 Tagen ist die Marktkapitalisierung nur dieser beiden Unternehmen stärker gewachsen als die Marktkapitalisierung von fast allen Aktien aus dem S&P 500. Und das ist ja der Leitindex, der mithin die 500 wichtigsten Unternehmen in den USA enthält. Technologieindex hier das Stichwort, hier mal die Price-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz des Unternehmens. Und da sind wir jetzt nur noch um Haaresbreite von dem Hochpunkt der Dotcom-Blase entfernt. Wir werden ja dann auch die Zahlen der Tech-Unternehmen bald sehen. Gestern die Banken eher schwach aufgenommen. Die Zahlen waren gut, aber die Aktien sind dennoch gefallen. Deswegen die Financials im Minus. Hier sehen wir nochmal oben den Nasdaq mit dieser Hanging Man-Kerze. Muss nichts heißen unbedingt, aber es zeigt, dass wir eben intraday schon höher waren. Unten sehen wir mal das Short Interest im Nasdaq Future. Da sind wir auf einem extrem hohen Stand. Fast der höchste Stand seit 2008. Also da ist auch ein Short Squeeze dabei. Dann haben wir gesehen bei der Umfrage der Bank of America, dass die großen Investoren umgeswitcht haben in Tech. Manche sitzen noch Short. So ist eben diese Dynamik entstanden, die den Leitindex respektive den Tech-Index so nach oben gebracht hat. Ist das der Grund, warum Goldman Sachs wie gestern bei Vorlage der Bilanzzahlen sich gezeigt hat, ein Viertel seines Aktienbestands verkauft hat? Große Frage. Man misstraut hier offenkundig den Dingen. Man sagt hier, ja, wir haben das angepasst. Capital Efficiency, also Kapitaleffizienz. Möglicherweise wird es den Goldmännern langsam zu heiß und sie sagen sich, wir nehmen mal ein paar Chips vom Tisch. Denn heute kommen die Erzeugerpreise, gestern ja die Verbraucherpreise. Heute die Erzeugerpreise, die also bemessen, wie stark sind die Kosten gestiegen für die Produzenten von Gütern oder Dienstleistungen. Wir hatten zuletzt einen Wert von 6,6%, die Prognose für heute 6,3%. Also leichter Rückgang, aber gestern hat man sich auch geirrt bei den Verbraucherpreisen. Sollten die Erzeugerpreise weiter steigen, dann gibt das Druck auf die Marge der Unternehmen und die müssen sie dann, wenn sie diesen Druck nicht selber bezahlen wollen oder diese gestiegenen Kosten nicht selber bezahlen wollen, weitergeben an die Konsumenten, was dann dazu führen würde, dass eben auch die Preise weiter steigen. Wir sehen in Reaktion auf die Verbraucherpreise gestern, dass die Fed Fund Futures jetzt doch eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bis Ende 2022 einpreisen. Und hier nochmal als Erinnerung, die befragten kleineren Unternehmen haben zu 47% gesagt, sie haben Kostendruck, sie haben höhere Preise, das ist der höchste Wert, der jemals erzielt wurde und das dürfte nicht so schnell abebben. Wie reagiert die Fed darauf? Das ist die Frage heute ab 18 Uhr. Ja, die Anhörung vor dem US-Kongress von Jerome Powell. Da wird wahrscheinlich dann sein Redetext vorher schon veröffentlicht. Jedenfalls muss er begründen, wie es hier in dieser Headline von CNBC heißt, warum er angesichts solcher Zahlen sowohl zur Inflation als auch zur Wirtschaft allgemein eben an dieser ultralaxen Geldpolitik festhält. Wir sehen unten in dieser Grafik übrigens, dass die Preise für Güter massiv gestiegen sind, deutlich massiver gestiegen sind als für Dienstleistungen. Wir haben also eine Art Güterpreisinflation, weniger eine Servicepreisinflation, die derzeit der Fall ist. Wir hatten gestern dann noch die erste Äußerung zu diesen Verbraucherpreisen von der San Francisco Fed-Chefin Daly. Und die hat gesagt, ja, haben wir so erwartet, gell, das ist, wir sind ja da schon super Prognostiker, das haben wir vorhergesehen, gell, gar keine Frage. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was hat denn die Dame so zuletzt über die Inflation gesagt? 16. Februar, Abwärtsdruck auf die Inflation, diesen Jahres 16. Februar, dann im Mai, ja, Inflation dürfte so 2,4 bis 2,6% sein. Sind wir leicht drüber, nicht viel, gell? Aber busy was. Und dann hier 22. Juni, ja, die Inflation könnte so um und bei 3% liegen in näherer Zukunft. Und gestern hat sie dann gesagt, ja, das haben wir alles so erwartet, gell? Also da mal hier genauer hingucken, was da für Bullshit teilweise erzählt wird. Aber bullisches Argument, meine Damen und Herren, bevor Sie jetzt mich wieder kreuzigen, der Fug, man, bärisch, nein, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das Total Cash, das die US-Unternehmen haben, deutlich gestiegen. Dagegen sind die Buybacks, CapEx, das sind Investitionen und Dividenden,
Gelber Chart hier unten, nur ein bisschen gestiegen, also das ist ein bullisches Argument für die Aktienmärkte und bullisch ist, oder für die US-Aktienmärkte, obwohl die extrem teuer sind, wir haben Schiller KGV von 38, nicht schlecht, zweithöchster Wert ever, kann nur funktionieren, wenn die ultralaxe Geldpolitik so bleibt, wenn Tapering kommt, respektive irgendwann die Zinsen angehoben werden, sollten, wäre das schwieriger, aber das ist ja noch viele Jahrhunderte entfernt, meine Damen und Herren, machen wir uns keine Sorgen. Keine Sorgen machen wir uns auch hierzulande in Deutschland über die Insolvenzen. Es gibt keinerlei Anzeichen für eine Pleitewelle und mein Kollege Claudio Kummerfeld hat einen interessanten Grund dafür benannt, warum so wenige Unternehmen pleite gehen. Da gibt es eigentlich zwei interessante Gründe. Und das widerspricht so ein bisschen dem, was man überall hört, Restaurants etc. schließen für immer. Aber hier gibt es Aufklärung, was da eigentlich genau vor sich geht. Ich packe diesen hochinteressanten Artikel wieder unter das Video. Schauen Sie sich das an, wenn die Zeit dafür bei Ihnen reicht. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Tag. 14.30 Uhr die Erzeugerpreise aus den USA. 18 Uhr die Rede von Schiller und Paul. Das sind die Höhepunkte heute. Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao.